Tag 8. Raten Sie mal, wie meine Nacht war. Richtig. Beschissen. Richtig beschissen. Auch als ich dann endlich mal geschlafen habe. Heute Nacht habe ich geträumt, ich wäre hier 2 Wochen in Isolation gewesen, wäre rausgekommen, hätte Schnupfenanzeichen gehabt, wäre zum Arzt gegangen und er hätte gesagt, ich hätte Corona und müsste jetzt erstmal in Quarantäne. Für mindestens 7 Tage. Das ist eine Horrorvorstellung. Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Ja, die Welt steht still, aber heute ist so gar nichts schön. Er hat alles im Griff, vor allem sich selber. Man merkt aber schon, dass es noch richtig bergab gehen wird. Mein Rücken tut mir weh. Mein Herz im Sitzen und Liegen. Die Tage werden immer länger, die Gedanken immer schwerer. Ich esse kaum noch, versuche vergeblich in den Schlaf zu flüchten. Ja, meine Psyche ist aus der Balance geraten. Ich will raus hier. Meine Redaktion und mein Psychologe haben mich im Auge. Neben Schlafproblemen, die dann irgendwann natürlich ins Gesundheitliche überkippen, kann ich vielleicht wirklich so depressive Gedanken bekommen, nur noch in so einem Grübeln im Kopf in mir drin sein. Und da können wir uns eigentlich ganz viele fatale Sachen vorstellen. Mein Kopf ist taub. Mein Frühstück fällt seit Tagen aus. Und an Sport ist nicht mehr zu denken. Mir fehlen Kraft und Disziplin, meinen Alltag zu strukturieren. Ist das ein Sprungbrett in die Depression? Ist das der Postbote? Kann leider nicht aufmachen, weil ich keinen Schlüssel habe. Können Sie mal ans Fenster kommen, um die Ecke? Meine Redaktion und der Psychologe haben die Warnzeichen erkannt. Ja, wie soll ich denn aufmachen, ihr Flöten? Ich habe ja keinen Schlüssel. Und entschieden, das Experiment zu beenden. Oh, ist das schön, euch zu sehen. Ich habe nicht mit euch gerechnet heute. Ich habe einen Schlüssel. Soll ich mal reinkommen? Nee. Nein? Ich möchte allein sein. Komm rein. Kommen. Ja? Ja, ja. Ich kann nicht beschreiben, wie erleichtert ich bin. So. Jetzt merke ich wirklich, wie eine Welle der Freude mich durchflutet. Ehrlich? Ja, weil dein Auftritt hier bedeutet, dass meine Isolation beendet ist. Also ich glaube, wenn ihr den Jenke noch länger drin gelassen hättet, dass er irgendwann mit diesen krass negativen Gefühlen wirklich auch Schwierigkeiten bekommen hätte. Eine Ungewissheit, wie lange ich isoliert getrennt sein werde von anderen Menschen, das zermürbt, das macht einen fertig. Mein Ziel war niemals, mich psychisch ernsthaft zu gefährden oder das Thema Depression zu vereinfachen. Ich wollte herausfinden, in welch kurzer Zeit ein mental stabiler Mensch wie ich aus der Balance gerät. So, wollen wir jetzt gehen? Ich hab keinen Bock mehr. Bevor ich mich eingehend damit befasse, mein mentales Gleichgewicht wiederherzustellen, gebe ich erneut mein Blut ins Labor, um zu erfahren, ob und welche Spuren die Isolation in meinem Körper hinterlassen hat. Dr. Leon Windscheid weiß mittlerweile außerordentlich viel über mich. Lange vorbereitende Gespräche vor dem Experiment, über 200 Stunden Big Brother Kameraaufnahmen, dazu diverse Fragebögen, die ich jeden Tag ausfüllen musste. Und er weiß, wie ich meine Psyche wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass mich 8 Tage Isolation derart aus der Ruhe, aus meiner Mitte bringen. Da sind wir wieder, ne? Jenke, wie geht's dir? In der Stimmung von heute wäre jetzt, glaube ich, jeder Tag irgendwie mieser geworden und nach 14 Tagen wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Aber das war nicht das Ziel. Mein Mitgefühl gilt den Menschen, für die Einsamkeit Alltag ist. Ich habe gedacht, das wird mir weniger ausmachen. Ich habe immer gedacht, ich lenke mich doch gar nicht so viel ab. Na klar, gucke ich nur wieder aufs Handy und abends mal einen Film. Aber nee, so sehr lenke ich mich nicht ab. Und mir ist bewusst geworden, doch verdammt nochmal, ich lenke mich sehr oft ab. Dann kommt so ein ganz schwieriger Moment, wo man sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt. Mhm. Wenn im Kopf die ganze Zeit so Gedanken durchwälzt und immer auf irgendwas rumkaut, was sehr unangenehm sein kann, dann nimmt das ja Raum ein. Mhm. Beriesel ich mich so ein bisschen, wird der Raum etwas kleiner, aber nicht klein genug. Es geht noch weiter. Ja. Und erst dann, wenn diese Berieselung weg ist, muss ich mich wirklich diesem Thema stellen. Man ging lange davon aus, dass bei Depressionen dieses Grübeln dann aufkommt.
Jetzt gibt es aber neue Hinweise darauf, dass eher das Grübeln zu dieser depressiven Stimmung führt, dass einen das eher fertig macht. Kannst du das bestätigen? Hast du das auch so empfunden, dass einen das runterzieht? Dieses Denken, wie du es beschreibst, das wurde so anstrengend und so viel, das war ein wirklicher Synapsenkrieg in meinem Kopf. Und was für mich das Schlimmste war, ich konnte mit niemandem darüber reden, außer mit mir selbst. Irgendwann merke ich, das war jetzt mal ganz cool, ein paar Tage mit mir alleine zu sein, aber jetzt fehlt mir was. Mhm. Das ist dieser Entzug. Ne? Das ist dem Menschen, so wie als würde man uns das Vitamin C nehmen, dass du irgendwann eine Dosis brauchst. Dann greifst du normalerweise zum Telefon oder triffst dich vielleicht mit deinem Sohn, nimmst ihn in den Arm und du bist richtig wie mit so einer Dusche, ne? Ich finde, man kennt dieses Gefühl, wieder abgeholt. Und wenn das grundsätzlich in deinem Leben fehlt, da könnte eine richtige Gefahr draus entstehen. Nach nur 8 Tagen Isolation bin ich als mental stabiler Mensch auf dem besten Weg in eine depressive Verstimmung. Nehmen wir mal das Thema Schlaf. Also Schlafentzug ist ja eine anerkannte Foltermethode. Und bei mir wirkt die besonders schnell. Wenn du mir den Schlaf nimmst, dann kriegst du mich wund und wütend und hilflos und verzweifelt. Du musst in dem Moment etwas tun, was dich so sehr fordert, dass das Grübeln nicht mehr Platz hat. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du dich hinsetzt und wirklich was liest. Zum Beispiel, dass du dich hinsetzt und was aufschreibst. Dass du vielleicht ein Sudoku machst. Das ist sehr individuell, aber ich pick mir was raus, was wirklich Arbeitsspeicher, was Kraft im Kopf kostet. Okay. Dann werde ich das Grübeln reduzieren. Mhm. Du verlagerst den Fokus. Total. Der Mensch verändert sich durch Handeln. Mhm. Und deswegen werden wir jetzt praktisch und gucken uns Bereiche an, in denen man wirklich konkret nach einer schwierigen Phase wieder was für sich tun kann. Worauf hättest du Lust? Auf Bewegung. Gute Ernährung? Ja. Das macht doch jetzt keinen Bock auf Essen. Solange du nicht rappst, ist mir alles fein. Tiefenentspannt begebe ich mich nach Hamburg zu Dr. Matthias Riedl. Der Ernährungsmediziner hat meine Blutwerte untersucht und mein Ernährungstagebuch studiert. Er wird mir verraten, was die Isolation in meinem Körper ausgelöst hat und ob ich eine Neigung habe zur Depression. In welchem gesundheitlichen Zustand bin ich in dieses Experiment zum Thema mentale Gesundheit gestartet? Der Stresshormonspiegel Cortison war richtig hoch und das Glückshormon war relativ niedrig. Vor dem Experiment? Ja, also der Eingangszustand war, möchte ich sagen, jetzt nicht desolat, aber zumindest belastet. Verständlich. Hinter mir lagen monatelange Dreharbeiten. In der Isolation hat tatsächlich diese Entspannung von der vorherigen Anspannung tatsächlich durchgeschlagen. Cortisonspiegel ist abgefallen und der Serotoninspiegel angestiegen. Aber das gibt einen Punkt, an dem das Ganze kippt. Dann kommt ein bisschen Ziellosigkeit dazu, da kommt Langeweile dazu, dann verliert sich die Struktur des Tages und das macht auch Stress. Deine Psyche hat das negativ bewertet. Zudem wurde ich von meiner Redaktion ausschließlich mit Zucker, Fett und Fertiggerichten gefüttert. Welche Rolle spielt die Ernährung? Wir haben ja bestimmte Vitamine, die sind wichtig für die Funktion des Nervensystems und also damit auch für unsere Psyche. Das sind die B-Vitamine. Für die hat der Körper keine so langen Speicher. Vitamin B12, da hat der wirklich einen großen Speicher. Aber B6 und B1 sind bei dir in dieser Junkfood-Phase total runtergegangen. Wir können also sehen, dass diese nervenwichtigen Vitamine, die auch für unsere psychische Gesundheit wichtig sind, die sind total in den Keller gegangen und zwar schon nach wenigen Tagen. Dank neuester Forschungen werde ich jetzt erfahren, ob ich mir selbst eine Neigung zur Depression angefuttert habe. Dafür wurde mein Blut nach Amerika geschickt, ins Labor Metabolon. Bei der sogenannten Metabolomik werden Produkte von Stoffwechselreaktionen untersucht. 800 Moleküle wurden in meinem Blut gemessen, darunter ein wichtiger Akteur bei Depressionen. Das ist hier in der Fettsäureoxidation, das ist die Verarbeitung der Fettsäuren, der Fette. Dieser Laurylkarnitinwert, der korreliert ganz direkt mit einer Neigung, eine Depression zu entwickeln. Ist der niedrig, dann hast du eine Neigung, depressiv zu werden. Und die gute Nachricht ist, tatsächlich zum Beginn dieses Versuchs war der sehr hoch, sogar außergewöhnlich hoch. Du hast also keine Neigung, eine Depression zu bekommen durch dein bisheriges Leben. Aber, und das ist das Entscheidende, was dann passiert ist, danach ist dein Laurylkarnitinwert so in den Keller gegangen, dass du eine Neigung zur Depression dir angefuttert hast. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. In dieser Woche? Ja, durch dein Junkfood.
Das ist direkt messbar gewesen und das war ganz eklatant, das ist mehr als halbiert. Also unterschätzen wir die Ernährung doch noch bei der Entstehung von Depressionen? Ja. Leider gehört die Ernährungstherapie noch nicht zur Standardbehandlung der Depression. Aber in meiner Erfahrung sollte sie unbedingt mit zu den ersten Schritten zusammen mit einer Verhaltenstherapie in Ergänzung vielleicht auch einer medikamentösen Maßnahme dabei sein.